Samstag, startfrei zu einer neuen Ziehung der Lottozahlen. Herzlich willkommen aus dem Saarbrücker Studio. Ich habe Sie am Mittwoch aufgefordert, uns ein paar Fragen rund um Lotto zu stellen und wir wollen die heute und in den nächsten Sendungen beantworten. Heute geht es auch gleich los damit, doch zuerst sei gesagt, dass unsere Lottokugeln und Ziehungsgeräte selbstverständlich schon vom Aufsichtsbeamten und unserem Ziehungsteam ordnungsgemäß überprüft worden sind. Und apropos Ziehungsteam, ich wurde gefragt, warum man das nie sieht. Tja, also ist folgendermaßen, wenn ein Notfall eintritt, dann sehen Sie unseren Ziehungsleiter, der wird dann hier live befragt. Und wenn Sie ihn nicht sehen und nicht hören, dann läuft alles ordnungsgemäß und so soll es heute auch sein. Also, wir starten mit der Ziehung, Ihnen allen viel Glück und los geht's. Oh, da ist eine Kugel hängen geblieben. Oh, das ist doch jetzt ein historischer Moment. Sie werden unseren Ziehungsleiter kennenlernen. Es ist Wolfgang Ohlmann und er bewegt sich jetzt hier zu mir ins Studio. Und ich darf Ihnen gleich vorstellen, weil es ist die 17 oben hängen geblieben. Wir haben also nur 48 Kugeln tatsächlich in der Trommel. Hallo, Herr Ohlmann. So, da haben wir einen Was kleinen, machen wir? Ja, eine kleine Panne. Die Trommel ist nicht befüllt worden. Die 17 ist hängen geblieben. Ja, also ist die Ziehung nicht ordnungsgemäß. Wir sind noch mitten im Ziehungsvorgang. Da kann man noch nicht davon sprechen, dass die Ziehung nicht ordnungsgemäß ist. Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier noch einmal versuchen, dass die 17 reinfällt. Die 17 bitte reinfallen lassen. Okay, also wir haben ja nicht nur einen Ziehungsleiter, wir haben auch noch einen Ziehungsassistenten, wir haben eine Aufsichtsperson, wir haben noch einen Protokollführer, also viele Leute, so, die hier für das Funktionieren der Ziehung zuständig sind. So, die 17 ist reingefallen, alle Kugeln sind jetzt in der Ziehungstrommel drin und wir können jetzt mit der Ziehung beginnen. Wunderbar, das war Herr Ohlmann. Jetzt haben Sie ihn alle mal kennengelernt, unseren Ziehungsleiter. Vielen Dank. Bitte schön. Und er muss sich jetzt wieder auf seinen Platz begeben, bevor wir hier weitermachen können. Und bei uns am Ziehungspult, da werden dann die Knöpfchen gedrückt. Wir haben jetzt nochmal drauf geschaut. Jetzt sind wirklich alle Kugeln in der Ziehungstrommel. Sie dreht sich. Klappt ja hervorragend. Also 49 Kugeln sind jetzt drin. Drehen sich. Sind die eigentlich alle gleich schwer, wurden wir gefragt. Oh ja, das sind sie. Sie werden auch regelmäßig vom Eichamt überprüft. Und hier kommt die erste Zahl, es ist die 1. Ganz ordnungsgemäß. Der Jackpot ist am Mittwoch nicht geknackt worden, liegt heute bei 9 Millionen. Warum ist der eigentlich samstags höher als mittwochs, wurden wir gefragt. Die Antwort liefere ich auch gleich nach der zweiten Gewinnzahl. 44. Ja, samstags spielen mehr Leute mit als mittwochs, also haben wir samstags mehr Geld in der Ausspielung und daher auch einen höheren Jackpot. Die dritte Lottozahl heute. 36. Ist die Ziehung eigentlich öffentlich? Oh ja, das ist sie. Rein theoretisch könnte bei jeder Ziehung jemand hier im Studio mit dabei sein. Melden Sie sich kurz bei Saartoto per Mail an und kommen Sie vorbei. 34, Glückszahl Nummer 4. Und natürlich wollen alle immer wissen, ist schon mal eine Panne passiert? Bisher in unserem Studio nicht. Sie waren heute live dabei bei unserer allerersten Panne. Aber wir haben ja alles wieder super hingekriegt. 32, die vorletzte Gewinnzahl. Und jetzt fehlt nur noch eine. Wir haben 7 Kameras hier im Studio. Deshalb haben wir immer komplett den Überblick. Und Kamera 5 zeigt Ihnen jetzt die letzte Zahl ganz nah. Die letzte Glückszahl ist die 23. Und hier nochmal ein kurzer Blick auf die 6 Glückszahlen am Samstag. Und jetzt fehlt uns noch eine Zahl zwischen 0 und 9, mit der Sie den Jackpot knacken können. Und hier kommt sie, die Superzahl. Ziehung frei. 9 Millionen Euro, das ist die Summe, um die es heute im Jackpot geht. Und in der Ausspielung haben wir insgesamt 33,2 Millionen. Und hier kommt die aktuelle Superzahl. Das ist die 0. So, und damit Sie nicht durcheinander kommen, hier alle frischen Zahlen in der Übersicht. 1, 23, 32, 34, 36, 44. Die Superzahl ist die 0. Und direkt im Anschluss gibt es wie immer die Gewinnzahlen unserer Zusatzlotterien, die schon vor der Live-Ziehung ermittelt wurden. Und da starten wir mit dem Spiel 77 0 6 9 6 5 3 3 Super 6 2 6 1 4 1 0.
So, das waren alle frischen Zahlen und Sie haben jetzt unseren Ziehungsleiter kennengelernt. Alle Zahlen und Quoten finden Sie auf lotto.de und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns auch weiterhin an unsere Adresse bei Saatoto. Wir haben auch schon einige Fragen bekommen zu unseren Ziehungsmaschinen, die möchten wir Ihnen natürlich beantworten bei der nächsten Sendung am Mittwoch um 18.25 Uhr. Also klicken Sie wieder rein, ich würde mich freuen. Ihnen noch ein wunderschönes Rechtswochenende und bis dahin. Tschüss!